Man möchte sich die Person gar nicht erst anhören. Man weigert sich mit der Person, sich auf ein Podium zu setzen, weil man sie schon vorab denunziert. Warum sollten Transpersonen sich mit Leuten auseinandersetzen, die sie nicht als Frauen oder Männer, je nachdem, akzeptieren würden? Schmeißt die scheiß Fake-Bitches aus feministischen Communities raus und solche Sachen habe ich halt auch gelesen im Internet. Unter dem Begriff Cancel Culture verstehe ich gewissermaßen die erzwungene Absage von Aufträgen. Das können Veranstaltungen oder auch Texte sein aus ja, vornehmlich politischen oder weltanschaulichen Gründen. Ich verstehe darunter eine Art Kultur, die vor allem im Internet und auf Social Media groß geworden ist. Im Sinne von einen Menschen für seine vermeintlichen Fehler öffentlich bloßstellen. Ich glaube, viel, was darunter fällt, ist tatsächlich Kritik an Machtstrukturen, an Personen, die in einer gewissen Machtposition sitzen, aber nicht ihrer Verantwortung nachkommen sozusagen. Und das andere ist dann eben ja, ein Prozess, der innerhalb der linken Bewegung zum Beispiel stattfindet, wenn es da um Kritik geht an bestimmten Personen. Mir ist das öfter schon passiert, dass Texte zugesagt und dann wieder abgesagt wurden, weil man Angst vor dem Twitter-Mob hat. Die letzte Erfahrung, die ich damit gemacht hatte, war letzten Sommer im Rahmen unseres Podcasts RealitäterInnen, wo wir einen Podcast-Gast eingeladen haben, dem vorgeworfen wurde, gewalttätig in seiner Beziehung gewesen zu sein. Das waren jetzt keine öffentlichen Informationen oder so, die uns vorgelegen haben. Dementsprechend haben wir halt auch im Vorfeld nicht darauf reagiert oder so. Und dann wurde eben auf Social Media so eine Kampagne gestartet von einem anonymen Kollektiv. Also da ging es dann nicht nur in der Kritik um den Podcast, sondern halt auch um uns als Menschen und irgendwie schmeißt die scheiß Fake-Bitches aus feministischen Communities raus und solche Sachen habe ich halt auch gelesen im Internet. Das Problem an der Cancel Culture ist, dass man mit manchen Leuten per se schon gar nicht mehr reden möchte. Ja? Oder dass die Debatte oft beendet wird, bevor sie auch nur begonnen hat, indem man sozusagen andere stigmatisiert, weil sie rassistisch, sexistisch, was auch immer sind. Ich denke, natürlich brauchen wir irgendwie einen gesunden Umgang auch mit anderen Meinungen, mit anderen Positionen auf bestimmte Themen. Und das sollte alles geprägt sein von gegenseitiger Solidarität. Aber warum sollten Transpersonen sich mit Leuten auseinandersetzen, die sie nicht als Frauen oder Männer, je nachdem, akzeptieren würden? Was ich beobachte, ist, dass die Wahrheitssuche oftmals aufgegeben wird zugunsten einer auch ja, sehr eindimensionalen Sicht auf fixe Kulturen, auf fixe Identitäten, dass sich zum Beispiel der Wert einer Aussage nicht länger an der Argumentation oder der Realität bemisst, sondern daran, ob die Person den richtigen Sprechort mitbringt. Heutzutage, das stört mich halt extrem an diesen ganzen Diskursen auf Social Media und so, wird sehr, sehr wenig in Nuancen gedacht, sondern einfach so ein Schwarz-Weiß-Denken auch gefördert, sage ich mal, aktiv. Vor allem auch in so unseren linken Kreisen und so. Und dann muss ich immer ausreichend von Dingen distanzieren. Ich glaube, es ist zum einen tatsächlich einfach, Leute wollen nicht einsehen, dass sie mit reaktionären Positionen einfach Gegenwind erfahren. Und dann machen sie daraus, es gibt irgendwie Cancel Culture. Also ich finde, das ist irgendwie auch sehr absurd, das Menschen abzusprechen, diese Erfahrung überhaupt zu machen, dass eben sehr viel Negativität und sehr viel Kritik von ganz vielen Menschen auf einmal sich auf eine Person konzentriert, das nenne ich halt so gecancelt werden. Weil wir haben ja auch nicht hier, es ist ja nicht normal, dass irgendwie sich 200 Leute in deinen Vorgarten stellen und dich anschreien. So, ne? Ich finde es persönlich schwierig, wenn man Menschen sagt, du darfst dazu keine Meinung haben, weil du nicht dieser Identität angehörst. Ich würde auch dafür plädieren, dass Debatten etwas weniger erhitzt geführt werden, was nicht heißt, dass man nicht miteinander streiten soll, sondern dass man vielleicht auch anderen Menschen
die Möglichkeit einräumt, anders zu denken. Ich denke, dass es eigentlich darum geht, dass man das Verständnis von Diskriminierung geschichtlich begreift. Also das sind keine Sachen, das sind nicht einfach irgendwelche schlechten Vorurteile, die man über andere Menschen hat, sondern das sind bestimmte Verhältnisse, die zwischen Menschen existieren, aber aufgrund eines geschichtlichen Prozesses. Von der cancelnden Seite würde ich mir sozusagen wünschen, dass wir nicht mehr in so Absolutismen denken und dass wir nicht mehr denken, dass auch vielleicht unsere eigene Meinung oder unsere eigene Haltung das Absolute sein muss, was alle teilen, und dass, sobald man ein bisschen irgendwie davon abrückt oder so, dass das gleich nicht mehr gut genug ist, sag ich mal. Begrifflichkeiten sind nicht alles und Symbolpolitik ist nicht alles, und wir sollten halt auf jeden Fall auch ein bisschen in die Materie gehen und einander mehr zuhören, als uns Urteile über Menschen zu erlauben.